Steffen ist 62 Jahre alt und hat massive Depressionen. Das Tolle daran ist, dass er diese Depressionen erdacht hat und dass er, dass du, dass wir alle diese Depression zurückdenken können. Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Altern betrifft jeden. Steffen hat, seit er 50 geworden ist, diese Probleme. Immer und immer wieder wird er mit den Gedanken konfrontiert, dass es unausweichlich ist, dass er altert. Das Perfide daran ist, dass Wahrheit und Fehlinformation sich zu einem Brei vermischen. Ja, altern tut das Baby genauso wie der 100-Jährige, dass man älter wird, das stimmt. Aber Dinge, die wir mit dem Alter verbinden, sind oft nur ein Mythos und damit räumen wir heute auf. Denn wenn wir annehmen, etwas sei unvermeidbar, dann akzeptiert das auch unser Unterbewusstsein und erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Unvermeidbare eben auch eintritt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Wahrheit kennen und dann unseren Alterungsprozess natürlich verlaufen lassen. Ohne Krankheiten und falsche Bescheidenheit. Ganz wichtig. Lasst uns diese Verbittertheit und die Angst vor dem Älterwerden ein für alle Mal aus unseren Köpfen löschen. Denn die ist nur deshalb da, weil wir sie immer wieder und immer wieder kreieren in unseren Kopf. Und damit kommen wir zu dem Mythos Nummer 1. Alte Menschen sind gar nicht verbitterter und depressiver als junge Menschen. Steffen ist es mittlerweile, oder? War es. Kommen wir noch dazu. Aber er ist eine Ausnahme. 6% aller über 60-Jährigen sind depressiv. 6%. Aber Menschen bis 35 Jahre sind zu 10% depressiv. Das bedeutet, im Alter werden die meisten Menschen relaxter und entspannter. Und nur weil die Medien, einst die Schwulen, die Schwarzen, die Veganer und ebenso alte Menschen stigmatisieren und in Serien oder auf Kosten billiger Sketche diese immer wieder ein Klischee bedient haben, bildete sich in unseren Köpfen Bilder von und Szenerien von so alten, muffligen Menschen. Die gibt es natürlich. Aber bis 35 sind die Menschen viel eher schlecht gelaunt und depressiv. Der Wahrheit entsprechend würde eher das Bild des depressiven Teenager und der milde und zufriedene 80-Jährige. Die Medien kultivieren einen regelrechten Jugendwahn. Warum gibt es keine Germany's Next Topmodel-Sendung für 80-Jährige? Weil in diesem Alter dieser oberflächliche Mist keine Bedeutung mehr hat und diese schlechte Stimmung mit hohlen Medien nicht überdeckt werden muss, wie die von Teenagern. Schaut mal in die YouTube-Charts, die von Teenagern oder von jungen Menschen gemacht werden, vorwiegend durch junge Menschen. Da ist so viel hohles Zeug dabei, das würde sich ein alter Mensch gar nicht antun, der das Leben zu schätzen weiß. Zweiter Mythos, der Körper baut mit jedem Jahr weiter ab. Nein, macht er nicht. Der Körper erneuert sich im 7-Jahres-Zyklus, zumindest weitestgehend. Und nur weil wir uns oxidativem Stress aussetzen, unsere Telomere sich dadurch stark verkürzen und unser Leben voller Gerontotoxine ist, haben wir den Eindruck, dass es natürlich ist, dass wir ab dem 30. Lebensjahr degenerieren. Auch war der Tenor der Wissenschaft bis vor ein paar Jahren genau der ab 30 Jahren, habe ich auch so noch gelernt, Degeneration. Heutzutage erkennt man, und das ist, wenn man so will, der dritte Mythos, mit 75 ist man alt, dass ein 75-Jähriger, der sich wenigen Gerontotoxinen aussetzt, dieselben geistigen wie körperlichen Kapazitäten haben kann wie ein 20-Jähriger. Wahnsinn, oder? Das Video zu den Gerontotoxinen, das, was ich damals gemacht habe, sollte man sich unbedingt reinziehen. Und natürlich auch das Video zu den Telomeren und den Telomerasen, was mittlerweile auch, glaube ich, sogar auf Platz 1 bei YouTube gerankt ist, wenn es um Telomere geht. Mythos Nummer 4. Versteifte Gelenke und Unbeweglichkeit ist im Alter normal. Nein, ist es nicht. Nur unsere moderne Lebensweise hat dazu geführt. Rein biologisch gibt es keine Hinweise darauf, dass wenn wir uns artgerecht ernähren und uns ausreichend bewegen, dass wir unter Steifheit leiden müssten. Artgerecht bedeutet pflanzlich und unverarbeitet, aber ohne, und das ist ganz wichtig, Dogma. Das heißt, es ist keinerlei tierische Ernährung. Niemals. Ja? Denn das nicht nur aus rein ernährungsbiologischen Aspekten, sondern auch aus dem Punkt der geistigen Verfassung unsere Ernährung artgerecht sein sollte,
Das habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Unsere Vorfahren haben nicht nur deshalb pflanzlich gegessen, weil sie Veganer sein wollten und sich das dann irgendwo hingeschrieben haben, sondern weil sie mit allem versorgt waren, was sie brauchten. Da kommen wir direkt zum Mythos Nummer 5, der Lernfähigkeit. Jeder kennt das. Man sieht irgendwo einen Beitrag von einem 90-jährigen Opa, der Chinesisch lernt oder Klavier, und man denkt so, ja, oh, wow, das sind Talente, einzigartig. Aber das sind keine Ausnahmen, denn die Lernfähigkeit ist exakt dieselbe wie die eines 14-Jährigen, wie die eines 90-Jährigen. Also inwieweit man Informationen aufnehmen, ordnen, strukturieren und auch speichern kann. Exakt dieselbe, die Fähigkeit. Der Unterschied besteht lediglich im Lerntempo. Da wird es evolutionär bedingt im Alter tatsächlich langsamer. Aber realistisch betrachtet hat der 90-jährige Rentner trotzdem aufgrund der vielen Zeit, die er in diesem System hat, viel schneller Chinesisch lernen als der 14-jährige Schüler, der zusätzlich zu seiner Schule eben noch einen Chinesischkurs belegen muss. Also unter den Anforderungen der Gesellschaft. Der Schüler ist ja die ärmste Sau generell in diesem System. Also ist es eben wahrscheinlich sogar so, dass man im Alter effektiv und ja, viel effektiver und schneller lernt. Dazu existieren noch zahlreiche Thesen, die zwar noch nicht wissenschaftlich bestätigt sind, dass der Lernprozess aus dem Grunde im Alter effektiver wird, dass man den Lernprozess durch diese Erfahrung, die man gemacht hat, optimieren konnte. Gerade dieser Punkt mit dem Lernen, das hat Steffen richtig geboostet. Wir kommen gleich noch zu den anderen Punkten, aber ich will die Geschichte mit Steffen unbedingt auch nochmal zu Ende erzählen, weil YouTube Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Also nachdem wir das Gespräch, was im Übrigen durch das Video zu den Telomerasen zustande gekommen ist, weil Steffen mich aufgrund dieses Videos mit dem Wunsch nach einem Termin, nach einem Gespräch angeschrieben hat, beendet haben, hat er 2 Wochen später mir eine Mail geschrieben. Und ja, und das ist auch der Grund für das Video, weil ich das nochmal sagen bringen möchte. Ja, seine Depressionen sind verschwunden. Es lag tatsächlich nur an dem Gedankenkonstrukt, was er auferlegt bekommen hat. Also das waren keine, ich sag mal, natürliche Depressionen oder wo man nicht genau weiß, sondern es waren Gedanken. Und die konnte er durch unser Gespräch in ein neues Konstrukt, Gedankenkonstrukt überführen. Klassisches NLP, Neuroplastizität sei Dank. Mythos Nummer 6. Und ich werde auch noch garantiert noch andere Videos zu diesem Thema Altern machen, da diese immer auf ganz besonders große Resonanz trifft, vor allem als Feedback per Mails. Also definitiv abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Mythos 6, dass ältere Menschen häufiger stürzen. Auch hier wieder genau das Gegenteil. Jüngere Menschen stürzen, was auch komplett Sinn macht, viel häufiger. Als Baby lernst du laufen und umso länger du läufst, umso besser wirst du darin. Du passt dich immer besser den Gegebenheiten an. Und auch die alten Menschen passen sich auch nur an, wenn sie langsamer laufen, können nicht schlechter laufen, weil eben die Muskeln oft nicht mehr so trainiert sind. Aber auch das muss nicht sein. Aber wenn das so ist, dann ist es so. Und dann ist es vollkommen okay. Jüngere Menschen stürzen einfach viel häufiger als ältere. Was natürlich diese Wahrheit ein wenig in der Wahrnehmung trübt, ist, dass die Stürze im Alter schneller zu Knochenbrüchen oder schwerwiegenden Folgen führen. Und dann denkt man, boah, der Alte ist gestürzt und das wird dann viel mehr im Fokus gehalten. Aber auch das müsste nicht so sein, wenn man sich im Alter weiter, wie Kinder das tun, so tollend und Spaß haben bewegen würde. Leonard Cohen ist bis zu seinem Tode auf die Bühne gesprungen und hat Faxen gemacht, wie so ein kleiner Junge. Man stirbt nicht, weil der Körper nicht mehr funktioniert, also die Muskeln, Knochen oder sonst was, sondern weil das Herz irgendwann aufhört zu schlagen und man so seine Funktion erfüllt hat. Da ist es auch so wichtig, ein erfüllendes Leben zu führen. Wer nichts mehr leistet, der stirbt. Warum auch nicht? Aber Leistung und Arbeit hatten in unserer Gesellschaft immer so einen negativen Beigeschmack. Auch wenn ich das sage, weiß ich genau, dass viele sagen, boah, da leistet nichts mehr. Nee, der müsste das trotzdem. Ne? Obwohl es eigentlich nichts Erfüllenderes gibt im Leben als Leistung, als Arbeit. Es darf nur nicht fremdbestimmt sein, was 95% unserer Arbeit ist und deshalb ist Arbeit negativ belegt. Viele führen in dieser Gesellschaft ein fremdbestimmtes Leben. Aber du wirst immer bewusster und ich hoffe, ich kann gerade mit meinen Videos genau in diesen Punkten Bewusstheit, Arbeit, Leistung sensibilisieren, dass es Spaß macht zu arbeiten. 7. Mythos. Ältere Menschen müssen mehr trinken. Auch hier vermischt sich Wahrheit mit spezifischen Dingen, die nichts mit einer generellen Anweisung zu tun haben. Ja, viele Ältere trinken zu wenig. Aber nicht, weil sie generell mehr trinken müssten, weil sie zu alt sind, sondern weil sie einfach zu wenig trinken.
Ein 30-Jähriger braucht nicht mehr oder weniger Flüssigkeit als ein 90-Jähriger. Aber all diese angeblichen Unterschiede führen dazu, dass wir unterteilen in alte Menschen und junge Menschen. Und damit Eigenschaften assoziieren und vermischen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und viele Menschen, eben genau wie Steffen, haben Angst vor dem Alter und werden sogar depressiv. Achter Mythos. Gicht geht mit Älterwerden einher. Macht total Sinn. Man leitet das daraus ab, dass junge Menschen kaum Gicht haben. Aber das liegt daran, dass Gicht, also ein erhöhter Harnsäurespiegel im Blut, über die Zeit durch zu viel Alkohol und Fleisch entsteht. Klar, dauert es etwas, bis der Körper sich gegen diese zwei Gifte nicht mehr erwehren kann. Aber das hat nichts mit dem Altern an sich zu tun. Dann direkt auch noch Mythos 9, weil es so gut passt dazu. Altersdiabetes. Genau dasselbe Prinzip. Gibt es nicht. Es gibt kein Altersdiabetes. Mittlerweile ist der Begriff auch aus den Medizinbüchern gelöscht, raus. Also aus den neugeschriebenen. Weil man eben erkannt hat, dass das Altern nichts damit zu tun hat. Gar nichts. Sondern nur mit der Ernährung. Zu diesem Thema, wie man Altersdiabetes auch heilen kann, hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Kommen wir zu Mythos Nummer 10. Der Verstand lässt nach. Das Bild wird hier von vielen Krankheiten wie Alzheimer und Demenz geprägt. Aber das sind Krankheiten, die auch wieder viel mit Ernährung und Lebensführung zu tun haben. In Wahrheit ist der Verstand eines Älteren viel produktiver und effizienter. Geschult durch die Lebenserfahrung. All diese Fehler und die falschen Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat, und ich bin mir sicher, das kennst du auch, ich zumindest kenn's ganz gut, haben dazu geführt, dass man bei Entscheidungen einen viel größeren Fundus an Informationen hat. Bewusst und unbewusst. Dazu kommt noch, dass der Prozess der Entscheidungsfindung, also wie man sich entscheidet, im Laufe der Zeit optimiert wurde, auch wieder bewusst oder unbewusst. Im Laufe der Zeit entwickelt man eine individuelle Art und Weise, Entscheidungen zu treffen. Und die werden immer effizienter. Fazit: Im Alter wird alles besser, wenn man artgerecht und entspannt lebt. Menschen, die gut gelebt haben, gehen auch dankbar und entspannt in den Tod. Da gibt es viele Bücher dazu, wo man mit älteren Menschen, glücklichen älteren Menschen, geredet hat. Menschen, die ihr Leben lang sich gestresst haben und anderen Menschen die wichtigen Entscheidungen überlassen haben, anstatt ihrem Herzen zu folgen, die sterben auch fremdbestimmt. Und das bedeutet in Angst und Panik, wie große Teile der Gesellschaft nahezu täglich sich darstellen. Altern ist toll, da doch jedes Jahr bedeutet, ein weiteres Jahr als Mensch erleben zu können, bevor wir in den universalen Kreislauf zurückgeführt werden, egal mit wie und was und keine Ahnung, was dann kommt. Wenn dir das Video gefallen hat und du jemanden kennst, der Angst vorm Altern hat, dann würde ich mich ganz besonders freuen, weil das ist wirklich so ein essentielles Thema, wenn du ihm dieses Video zeigst, was bei Steffen zu einer Depression geführt hat. Das betrifft mit Sicherheit auch andere Menschen und ich weiß das. Teil das Video und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Dein Samu.